Guten Morgen und willkommen zu einer weiteren Runde von Auf einen Kaffee. Bevor ich mit dem Artikel anfange, den ich zuletzt hier gelesen habe, möchte ich mal etwas ganz anderes machen. Und zwar habe ich hier tatsächlich einen Proteinriegel. Den habe ich mir vor 2 Tagen in einem Supermarkt gekauft. Und dieser Proteinriegel besteht aus Aprikose, Goji-Beeren und Chiasamen. Und ist scheinbar richtig gut für Protein und Fitness. Und das kleine Detail, das man hinzufügen sollte, ist, dass dieser Proteinriegel aus Grillen gemacht ist. Insekten als Nahrungsmittel ist etwas, das man die letzten Jahre immer öfter hört. Und es wird ja oft als eine Art zukunftsweisende Lösung von Nahrungsmittelproblemen angesehen. Ich bin ja eher der Meinung, dass wir gar nicht es nötig hätten, über solche Themen zu sprechen, wie wollen wir Insekten essen oder nicht, wenn wir einfach unsere Lebensweise entsprechend verändern würden, und zwar auf einer großen Skala, in einem großen Maßstab. Aber ich denke mal, mit der Idee, aus Insekten Essen zu machen, ist ja vermutlich auch eine gewisse Neugierde verbunden und das Bedürfnis des Menschen, neue Seitenstraßen auszuloten. Da ist ja die Gastronomie dann keine Ausnahme. Es soll ja irgendwo, glaube ich, in Berlin sogar ein Insektenrestaurant geben. Nun ist es natürlich so, wer mal in Thailand gewesen ist oder in Südostasien allgemein, der wird ja wissen, dass dort überall Grillen und Grashüpfer sehr, sehr beliebt sind und auch ganz andere Sachen. Aber ich dachte, ich mache das jetzt hier mal als so ein typischer YouTube-Realzeit-Moment, weil ich ja eigentlich noch nie im Leben Insekten gegessen habe, außer aus Versehen beim Fahrradfahren, wenn einem irgendeine kleine Fliege in den Mund fliegt. Deswegen werde ich das jetzt mal öffnen und diesen Jiminy's, passender Name, diesen Jiminy's Riegel mal verspeisen und mir sozusagen eine Meinung dazu bilden. Weil die Konsistenz ist schon mal sehr spannend. Ist ja auch nicht zu klebrig. Dann legen wir mal los. Grillenmehl ist sozusagen die Grundlage. Ja, wie erwartet, würde man ja gar nicht annehmen beim Essen, dass da irgendwie Insekten eine Rolle spielen. Letztendlich ist sowas wie Grillenmehl als Substanz etwas derartig heruntergebrochenes, chemisch, dass es ja letztendlich auch keine Rolle spielt, ob das jetzt Grille ist oder irgendwas gänzlich anderes. Also ist ein bisschen trocken, aber grundsätzlich schmeckt gut. Es mutet ja auch nicht so an, als ob da zu viel Zucker wäre. Hoher Ballaststoffgehalt, glutenfrei, ohne Milch, das ist ja schon mal sehr gut. Aber mutet nicht sehr übertrieben in Bezug auf Zucker an, was ich ja auch gut finde. Es ist ja auch nicht schwer, schmackhafte Powerriegel zu machen, die vollgepumpt sind mit Honig und Zucker und alles mögliche. Aber das hier schmeckt ja wirklich gut. Aber könnte man jederzeit jemanden unterjubeln. Und der käme ja nie auf die Idee, dass das mal irgendwelche Zikaden waren. Naja. Also, ich habe ja schon erwartet, dass das keine so negative Erfahrung sein wird. 20% Protein. Ja. Insekten. Ja, ein bisschen was anderes, als wenn Papillon auf der Teufelsinsel Schaben isst. Mit den letzten 3 Zähnen im Mund. Also sehr unproblematisch. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das eine interessante Option oder eine Vorstellung, dass in der Zukunft es möglicherweise riesige Grillenfarmen gibt, wo
ein proteinhaltiges Grundnahrungsmittel hergestellt wird, das dann zu weiteren Produkten verarbeitet wird. Aber ich denke mal, das ist ja auch eine Alternative, die man vielleicht gar nicht begehen muss, wenn man unsere Lebensweise ein bisschen anders gestaltet. Naja, das ist ja schon mal falsch formuliert, weil mit ein bisschen ist es nicht mehr getan, fürchte ich. Und möglicherweise müsste man viel, viel größere Umstellungen auf sich nehmen als einzelnes Individuum, wenn man dieses Tankerschiff, das so Richtung Abgrund langsam driftet, noch wenden möchte. Und da wird möglicherweise in der letzten Instanz manch einer einknicken und sagen, ja, dann fresse ich lieber Insekten. Hauptsache, ich muss mich nicht ändern. Aber jetzt kommen wir mal zu dem, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Denn ich habe jetzt mal hier einen Artikel gelesen über Verena Braunschweiger. Und Verena Braunschweiger war ja viel in der Presse die letzten Monate. Das ist ja eine Lehrerin, die einen Bestseller geschrieben hat zum Thema Antinatalismus. Antinatalismus ist sozusagen in Deutschland angekommen. Und das Konzept von Antinatalismus ist relativ alt. Also da gibt es ja schon Beiträge von Schopenhauer zu dem Thema. Und Antinatalismus ist in erster Linie sozusagen die individuelle oder die philosophische Grundablehnung, Kinder in die Welt zu setzen oder sich zu vermehren. Das ist natürlich in erster Linie wohl eine persönliche Frage, aber vorweg möchte ich ja sagen, dass mir hier nie schwer gefallen ist, antinatalistisch geprägt zu sein, weil ich es da vielleicht leichter als andere habe, indem ich schon so lange ich denken kann, einfach die biologische Vermehrung als ein bisschen widerwärtig ansehe und etwas, was ich zum Glück geschafft habe, mir vom Leibe zu halten. Und das ist schon witzig, weil als ich über solche Dinge sprach, im Alter von 22 Jahren, haben ja dann die Älteren mir dann so auf die Schulter geklopft und gesagt, naja, warte erst mal, bis du älter wirst. In dem Alter sagen das alle. Das wird sich schon noch ändern, diese Haltung. Aber das ist nicht eingetreten. Und die bloße Idee für mich, irgendwie Nachwuchs zu haben, ist gänzlich unverdaulich. Aber das ist okay. Ich bin ja nicht der Einzige, der ein ganzes Leben lang das Gefühl hat, ideell am Rande des Gemeinwesens zu sein und Ansichten zu haben, die so in der Mitte der Petrischale überhaupt keinen Anklang finden. Das ist für mich eine Alltagserfahrung. Das ist dann natürlich spannend, wenn so etwas dann plötzlich so im Mainstream auftaucht. Und umso mehr als dass Verena Braunschweiger ja eine Schullehrerin ist, also das hat ja auch mal ein bisschen so eine kontroverse Note, fand ich ja natürlich sehr interessant. Jetzt nehme ich da mal hier einen Artikel, der im Spiegel erschienen ist am 8. März mit der Überschrift Kinderfrei statt kinderlos. Ich werde, wenn ich hier so über Artikel rede, ich werde das immer unter das Video posten, könnt ihr da auch mal ein bisschen nachlesen, wenn ihr wollt. Ich lese da mal einen kurzen Abschnitt daraus. Ich benutze ja immer Pocket, ich weiß nicht, ob ihr Pocket kennt, aber im Pocket kann ich ja sozusagen Artikel ablegen oder abspeichern, aber gleichzeitig kann ich die auch markieren oder Passagen daraus hervorheben für mich. Das heißt, wenn ich das dann später aufrufe, dann ist das relativ bequem für mich. Aber ich plane ja auch mal wieder mein uraltes Papierarchiv mal zu öffnen. Die X-Akten. Da kommen mal so richtig, ihr kennt das ja, man so, in den 90ern haben wir mal Artikel ausgeschnitten und auf die Pinnwand gepinnt und vorzugsweise mit Bindfäden miteinander verbunden. Okay, lassen wir das, lassen wir das. Ich lese mal ein bisschen was von dem Artikel hier. Da wird ja ein bisschen die Position von Verena Braunschweiger deutlich und warum sie ihren Antinatalismus in einen ökologischen Kontext stellt. Kinder sind unsere Zukunft. Diese Losung ist in Deutschland sozusagen amtlich. Die Bundesregierung hat sie höchst selbst ausgegeben. Nun stellt eine Autorin diese Aussage in Frage. Sie plädiert für ein Leben ohne Kinder aus ökologischen Gründen.
Verena Brunschweiger beruft sich in ihrem Buch Kinderfrei statt kinderlos, ein Manifest, auf eine Studie zum CO2-Ausstoß. Demnach könne man jährlich 58,6 Tonnen CO2 einsparen, wenn wir nur ein Kind weniger in die Welt setzen, sagte sie im Fokus-Interview. Aber auch philosophische Gründe seien entscheidend. In der SWR-Sendung Nachtcafé sagte Brunschweiger Mitte Februar, sie vertrete die Sichtweise: Wenn wir jemanden zur Welt bringen, dann fügen wir ihm immer Leid zu. Insofern ist es das Beste für mein Kind, wenn ich es nicht bekomme. Das ist auch tatsächlich ein grundsätzlicher utilitaristischer Unterbau des Antinatalismus, dass man ja bei einem Kind immer davon ausgeht, dass die Chancen groß sind, dass man dieses Kind letztendlich in eine Welt voller Leids versetzt oder auf die Welt kommen lässt. Und das kann ein individuelles Leid sein, das man natürlich nicht vorhersehen kann, oder es kann natürlich ein sozial-ökonomisches Leid sein, das man hätte vielleicht voraussehen sollen, wenn man einen Blick dafür hätte. Ich beschreibe das jetzt nicht unbedingt als Gedankengänge, die ich jetzt hundertprozentig selber so vertreten würde. Also mir ist schon auch ganz klar, dass viele dieser philosophischen Reflexionen dazu durchaus angreifbar sind. Eltern wirft die 38-Jährige dem Fokus zufolge vor, nur aus egoistischen Gründen Kinder zu bekommen und die Kinderlosen anschließend aufzufordern, ihnen die Kinder mitzufinanzieren. Dabei gehe es ihnen nur um einen höheren Lebensstandard. Für ihre Thesen wird Brunschweiger in den sozialen Netzwerken scharf kritisiert. Sie seien menschenfeindlich und gar faschistoid, ist dort zu lesen. Ja, das stimmt, solche Sachen habe ich auch tatsächlich gelesen. Allein deswegen möchte ich hiermit offiziell Verena Brunschweiger einen Göttinnenstatus verleihen. Das heißt also von jetzt an nur noch Goddess. Und von jetzt an heißt es nur noch Göttin Verena. Und weil ich bin ja immer absolut fasziniert, wenn es jemandem so effektiv gelingt, der so den verbohrten, behäbigen Popanz in der Mitte der Gesellschaft auf die Palme zu bringen. Das ist immer fantastisch. Bin ein großer Fan davon. Auch der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidiger, lehnt das Manifest von Brunschweiger, die im Hauptberuf Lehrerin ist, ab. Zitat Meidinger: Ich hoffe, dass die Dame als Lehrkraft mehr Empathie für ihre Schülerinnen aufgebracht hat, als diese unsäglichen Äußerungen befürchten lassen, sagte er der Bild-Zeitung. Naja, also erstens, man muss schon ein extrem begriffsstutziger Mensch sein, um der Vorsitzende eines Verbands jeglicher Art zu werden, aber dann quasi zur Bild-Zeitung zu gehen und dort zu quatschen, ja, sorry, Herr Meidinger, aber das ist für mich ein Fail. Das ist einfach nur ein Ausdruck dessen, dass jemand der Unterhaltung nicht ganz folgen kann. Ich muss jetzt einen Schluck Kaffee hier trinken, um so die Grillen herunterzuspülen. Also super faszinierend. Natürlich ist es so, dass Antinatalismus von den Leuten immer ein bisschen arg persönlich rezipiert wird. Und das liegt ja daran, weil so viele Leute ja eigene Kinder haben. Manche haben sie ja sogar freiwillig. Und das ist ja auch immer ein bisschen ein Missverständnis, weil ich blicke ja nicht jemanden mit Kindern an und sage, naja, es wäre besser, ihr hättet sozusagen diese Brut nicht in die Welt geworfen. Das ist nicht die Art, wie man Antinatalismus äußert. Das ist letztendlich nur ein Diskussionsgegenstand. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit sowas wie Agnostizismus, da dieser sich ja auch nicht dazu eignet, Leute zu irgendwas zu bekehren. Das ist meine Position. Und es fiele mir nicht ein, die jemanden aufzudrängen. Wenn Leute Kinder haben wollen, dann viel Spaß. Ich stehe da eindeutig nicht im Wege. Also ich bin nicht der Mann im Schlafzimmer, der versucht, eine Bleiplatte zwischen die beiden zu schieben. Nein, nein. Aber umgekehrt erwarte ich von der Gesellschaft, dass sie mir nicht ständig irgendwelche Fortpflanzungsimperative unterjubelt und ständig mich dazu auffordert. Also das muss natürlich in beide Richtungen gehen. Ich finde, die Entscheidung innerhalb einer Gesellschaft, sich nicht zu vermehren, sollte eine gewisse Wertschätzung erfahren, denke ich mal. Man muss das nicht in den Himmel loben. Viele Leute machen das nur deswegen, weil sie irgendwann mit einer Karriere angefangen haben und gemerkt haben, Kohle verdienen finde ich irgendwie geiler, als sich um eine Windel voll scheißende Schratze zu kümmern. Ist okay.
ist nicht vielleicht der richtige philosophische Gedankengang, den das hervorgebracht hat, aber um den großen Deng Xiaoping zu zitieren, es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, solange sie Mäuse fängt. Habe ich gerade einen kommunistischen Potentat zitiert? Oh, Adonai. Ich habe ja noch hier ein Interview mit der göttlichen Verena gelesen. Und das erschien ja... das ist ja dieses Fokus-Interview, auf das ja der Spiegel Bezug nimmt. Genau, am 8. März 2019. Also hier die Überschrift: Verena Brunschweiger ist 38 Jahre alt, Buchautorin und bezeichnet sich als extrem umweltbewusst. Die hauptberufliche Lehrerin verzichtet auf Flugreisen. Sehr gut, mache ich so gut wie auch. Lässt so gut wie immer das Auto stehen. Sehr gut, mache ich auch ständig. Ernährt sich vegetarisch, mache ich auch ständig. Und wird keine Kinder bekommen. Und ihr wundert euch, warum ich hier einen göttlichen Status verliehen habe. Denn die, so schreibt sie in ihrem aktuellen Buch Kinderfrei statt kinderlos sein, das Schlimmste, was man der Umwelt antun kann. Zudem fordert sie, dass jede Frau, die der Umwelt zuliebe kein Kind bekommt, mit 50 Jahren 50.000 Euro erhalten sollte. Na, vielleicht auch rückwirkend. Ja, ist alles fantastisch. Brunschweigers kürzlich erschienenes Buch ist eine provokante Schrift, die schon jetzt hohe Wellen schlägt und die Gemüter erhitzt. Das sind die drei gewagten Thesen der 38-jährigen Pädagogin, die sich selbst als radikale Feministin sieht. Ich lese die jetzt mal kurz durch. Die meisten Eltern haben aus ziemlich egoistischen Gründen Kinder. Die Kosten dafür wollen sie nun nicht mehr tragen und fordern daher, dass diejenigen, welche absichtlich oder unfreiwillig keine Kinder haben wollen oder können, ihnen einen höheren Lebensstandard ermöglichen. Man bedenke, dass es den Eltern selten wirklich um die Kinder geht, sondern schlicht und ergreifend um mehr Geld. Es ist ein Thema und da gibt es ja ein paar super klebrig empfindliche Querverbindungen zum Thema Migration. Also ich lasse mal diese Büchse der Pandora geschlossen, aber da können richtige Sturmwinde entfacht werden, wenn man die mal öffnet. Ich lasse das Thema jetzt mal ruhen. In der Welt, in der wir mittlerweile leben, ist die Entscheidung für ein Kind faktisch nicht mehr guten Gewissens zu unterstützen, so sehr sich Einzelne dies vielleicht wünschen mögen. Es sollte folgerichtig auch auf die finanzielle staatliche Förderung einer solchen doch zumindest höchst bedenklichen Entscheidung verzichtet werden. Okay, ich bin da nicht hundertprozentig damit einverstanden, aber zu dem Thema werde ich noch kommen. Also ich finde, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen einer Argumentation, die rein quantitativ demografisch ist, und einer Argumentation, die etwas mit unserer Lebensart zu tun hat. Aber ich überspringe das jetzt mal kurz. Ich komme darauf später nochmal zurück. Und drittens, eine Frau begibt sich, gehen wir mal davon aus, absichtlich in eine große Gefahr, die nicht nur ihrem Körper massiv und multiple schadet, sondern auch ihrer Psyche und ihr weiteres Leben negativ beeinflusst. Zudem werden ihr Geld, Zeit und Kraft abgezogen. Für mich ist ja höchst faszinierend, das von einer Frau zu hören, weil wenn ich solche Gedanken formuliere, kommt ja gleich das Gegenargument, und das Gegenargument kommt introspektiv gleich bei mir, dass solche Gedanken nur ein Ausdruck dessen sind, dass ich in irgendeiner Art und Weise letztendlich infantil geblieben bin. Das bedeutet, ich habe de facto die Psyche eines 16-Jährigen, was übrigens stimmt, aber der Zug ist halt abgefahren, nicht? Das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Und als ein überalterter 16-Jähriger finde ich es natürlich widerlich, eine Frau in diesen mehrmonatigen Horror zu werfen. Also es ist ohnehin erstaunlich evolutionsbiologisch, was für ein Riesendesaster einfach die Geburt beim Menschen ist. Ich finde es ja faszinierend, dass wir überhaupt so zahlreich geworden sind mit 7 Milliarden, gemessen daran, was für eine Hölle auf Erden das ist, ein Kind zur Welt zu bringen. Und erst das macht einem so ein bisschen deutlich, welche Art von Rücksichtslosigkeit seitens der Männer und welche Art von Beratungsresistenz seitens der Frauen da im Spiel ist, dass es überhaupt dazu kommt. Da ist noch ein kleiner Nachsatz hier. Und last but definitely not least, sie, die Frau, folgt damit männlich dominierten Außenansichten auf,
und Ansprüchen an ihren Körper und dessen Funktionen und verhält sich damit insofern auch submissiv. Sie ließ sich erfolgreich einreden, dass sie das selbst wolle, dass sie das alles auch für sich mache. Perfekt. Gehirnwäsche erfolgreich abgeschlossen. Ja, das ist durchaus ein Thema, über das zu sprechen sich lohnt. Und mir gefällt auch daran, dass das so eine Art von frischer, aggressiver Feminismus ist, den man eigentlich seit den späten 70er Jahren nicht mehr so oft gehört hat. Und sowas macht mir natürlich einen Heidenspaß. Ich habe ja noch ein paar Passagen aus dem, weil danach kommt jetzt das eigentliche Interview. Ich habe dir vielleicht zwei, drei Sachen hier, hier markiert. Fokus fragt hier, generell kommen Eltern und Kinder ziemlich schlecht weg in ihrem Buch. An einer Stelle beklagen sie sich zum Beispiel über das asoziale Gebaren von Müttern. Wollen sie mit ihrem Buch bewusst provozieren? Die göttliche Verena antwortet, es ist einfach so, viele Kinder sind extrem schlecht erzogen. Vor ein paar Jahren musste ich zum Beispiel aus meiner Wohnung ausziehen, weil die Familie über mir ständig Krach gemacht hat. Die Eltern hatten ihre drei Kinder, die in der Wohnung Fußball spielten und immer herumschrien, einfach nicht im Griff. Insofern möchte ich die Eltern, für die ihr Kind der größte Schatz ist, der sich alles erlauben kann und schlicht unerzogen ist, einfach mal dazu einladen, sich stärker über ihre Pflichten als Eltern, nämlich einer angemessenen Erziehung, bewusst zu werden und damit am Ende ein sozial verträglicheres Miteinander herauskommt. Dann schreiben sie auch, dass sie von Fluggesellschaften eigentlich eine Ermäßigung bekommen müssten, wenn ein Kind den ganzen Flug überschreitet und damit andere Passagiere stört. Finden sie, dass für Kinderlose hierzulande generell zu wenig getan wird, dass da mehr kommen muss? Finde ich schon, ja. In Deutschland interessiert die Gruppe einfach niemanden. Ihre Bedürfnisse werden auch mit den Füßen getreten. Das ist traurig und bitter. Ich kann ein bisschen verstehen, wo das herkommt. Denn mit dem Kinderkriegen ist es ja so ein bisschen wie mit Fleischessen. Ja, also vor 600 Jahren, als die Kindersterblichkeit irgendwo bei 80% war, hatte man natürlich jedes Kind, das überlebt und aufgewachsen ist, so ein bisschen zelebriert. Also, die Familie ist quasi damit gerettet und der Hof kann weitergegeben werden und all diese Sachen. Und damals konnte man sich ja auch nicht leisten, eine fleischhaltige Mahlzeit zu verschmähen, weil letztendlich davon die eigene Gesundheit und die eigene Lebenserwartung abhängig war. All das ist heute natürlich nicht gegeben. Niemand muss heute irgendwie seinen Clan retten und niemand muss heute dreimal am Tag Fleisch essen. Und all das, was so passiert, ist ein bisschen überflüssig geworden. Und deswegen kann ich so ein wenig verstehen, dass vielleicht manche Menschen ein wenig dieses Paradigma dieses Eiertanzes um Kinder herum, dass die so ein bisschen das aufbrechen wollen. Ich bin trotzdem, weil ich vorhin darüber gesprochen habe, nicht der Meinung, dass wir das immer so über die Demografie sieben sollten. Also diese Idee, wir sind zu viele und die Menschen, wir müssen weniger sein und wir müssen sozusagen die Demografien weltweit runterbringen. Das ist ja nicht verkehrt in dem Sinne, als dass ich mir in Deutschland, in dem einfach nur 30 Millionen Leute leben, sehr gut vorstellen kann. Das wäre toll, halb so viele Autos, halb so viele Leute auf den Spazierwegen, in den Parks und im Wald und überall. Also das wäre sicherlich ein deutlich besseres Lebensgefühl. Und die ganze Infrastruktur, Wasserversorgung, das Sanitäre würde weiterhin gut funktionieren, weil das immer noch eine Menge Leute sind. Ich bin ja der Meinung, dass das ja nur ein Sekundärproblem ist. Die Bevölkerungsanzahl, die Bevölkerungsexplosion. Das primäre Problem ist die Art, wie wir leben und nicht unsere Anzahl. Und wenn wir versuchen, unsere Anzahl zu senken, dann ist es letztendlich möglicherweise auch nur eine Selbstlüge, die wir propagieren, weil wir uns ja nicht ändern wollen. Ja, und dann, weil wir unseren Lifestyle beibehalten wollen, möchten wir es möglicherweise dadurch durchdrücken, indem wir einfach auf den Nachwuchs verzichten. Also diese Art von solche Gedankengänge finde ich ein bisschen problematisch, denn das wichtigere Ziel wäre, die Lebensweise zu verändern. Und zwar radikal zu verändern zugunsten einer nachhaltigen Symbiose mit der Umwelt. Da gibt es überhaupt keine andere Option dazu. Es ist ja wahrscheinlich so, dass man Antinatalismus grundsätzlich als eine Form von Misanthropie ansieht. Und das kann man ruhig so stehen lassen, denn es ist mir aufgefallen, dass jene Philosophen, die sehr antinatalistisch geschrieben haben, letztendlich auch misanthropisch waren. Aber da muss man auch aufpassen. Also hier geht es nicht darum, dass irgendwer Kinder hasst. Genauso wie Misanthropen auch nicht
alle Menschen, die den begegnen, mit Hass ansehen. Das ist ein Missverständnis. Misanthropie ist in erster Linie die Feststellung, dass man mit gewissen Dingen, die der Mensch tut oder repräsentiert, in keinster Weise einverstanden ist. Aber dann geht es um den Menschen als solchen, also der Mensch im Allgemeinen. Und das Gleiche gilt ja für den Antinatalismus. Antinatalisten gehen nicht auf Kinderspielplätze und werfen dort sozusagen böse Blicke um sich herum, um alle richtig spüren zu lassen, dass sie Kinder hassen. Ich hasse keine Kinder. Ich sehe auch die Ironie, dass gerade so Leute wie ich interessanterweise teilweise eine magnetische Wirkung auf kleine Kinder haben, also die dann sofort spielen wollen. Und ich fühle mich eigentlich in der Gegenwart von Kindern immer sehr wohl. Aber das basiert natürlich auch auf der Gewissheit, dass nach 20, 30 Minuten ein bisschen spielen mit irgendwie im Sandkasten oder mit irgendeiner Schaukel und dann ist auch wieder vorbei. Das Kind geht mit der Mutter in seine eigene Welt und ich muss damit nichts zu tun haben. Also so meine Geduld für Kinder ist ja auch massiv begrenzt. Und man muss das ja auch vielleicht mal ein bisschen umgekehrt sehen. Ob ich nun jetzt infantil bin oder nicht, ob ich jetzt nun antinatalistisch bin oder nicht. Eine Rolle spielt sicherlich die Tatsache, dass ich genug Reflexionskraft für mich selbst besitze, um zu wissen, dass einem Nachwuchs nicht gut getan wäre, wenn es von mir abstammen würde. Also ich möchte mich nicht zum Vater haben, sorry. Nicht in 1000 Jahren. Und viel mehr kann man dazu ja auch nicht sagen. Und deswegen, ich habe mich ja köstlich amüsiert bei dieser ganzen Thematik mit der göttlichen Verena, weil es mir einen Heidenspaß macht zu sehen, wie die ganzen kleinen Bürger da so explodieren. Aber letztendlich geht es ja hier um etwas ganz anderes. Es geht ja darum, dass wir eine Zivilisation am Scheideweg sind. Und als solche müssen wir einfach mal die Karten offen auf den Tisch legen. Und zwar ohne politisches Bullshitten und ohne Trickfragen und einfach mal systematisch durchgehen, was machen wir falsch und was muss geändert werden oder in welcher Welt wollen wir letztendlich leben. Und ja, wir können jederzeit sozusagen die Hausfrauenpanzer identifizieren, die SUVs, die hier irgendwie durch die Kleinstadt fahren und total lächerlich aussehen und natürlich einen wütend machen. Aber das ist ja eine wichtige Feststellung, aber das ist ja sozusagen ein winziges Mosaikensteinchen des gesamten Problems. Wir müssen aber sämtliche Mosaikensteinchen durchgehen, die mit unserer Art zu leben zu tun haben. Und dazu gehört es auch, das Kind mal für eine Weile, während es ein Gesprächsgegenstand ist, mal ein bisschen als ein Objekt unserer Betrachtung zu sehen und uns einfach mal angucken, was ist letztendlich gesund für uns oder die Gesellschaft. Und das hat ja letztendlich auch damit zu tun, welche Zukunft wir für die anderen Kinder haben möchten. Die letztendlich einem ungewissen Zeitalter entgegenblicken. Und ja, also übrigens, was ich auch interessant finde, ist ja, dass viele Leute wollen ja unbedingt Kinder, aber sie würden ja nie eins adoptieren, obwohl da draußen gibt es ja unzählige Kinder, die dringend eine Adoption bräuchten. Das wollen die dann natürlich nicht tun, die Eltern, weil da ist schon natürlich auch so ein bisschen diese Fetischisierung des eigenen Genpools dabei. Und solche Themen waren mir eben schon immer fremd. Also mir fiel es eben sehr leicht, eine solche Lebensweise oder eine solche Philosophie anzunehmen. Ja, und auf eine interessante Weise gibt es letztendlich eine kleine, dünne, ideelle Brücke zwischen meinem Verspeisen eines Grillen-Powerriegels und dem Thema Antinatalismus. Und zwar, all diese Überlegungen müssten wir uns vielleicht auch nicht machen, wenn wir grundsätzlich bereit wären, auf anderen Gebieten radikal umzudenken und radikal unsere Lebensweise zu verändern,
dann müssten wir weder Insekten essen noch zu viel darüber nachdenken, ob wir zu viele Kinder haben oder nicht. Denn, wie gesagt, auch das ist letztendlich nur ein Mosaikensteinchen von einem viel größeren Gebilde, an dem wir alle inzwischen nicht mehr vorbeikommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.